Ich bin's wieder, der Finch. Und in diesem kurzen Video wird es sich um Onyx drehen. Ja, nicht das Onyx. Das andere Onyx. Okay, das Onyx auch nicht. Sondern es wird sich um Crystal Onyx handeln. Und zwar dieser gute Boy hier. Im wunderschönen Pink. Und ja. Wie ein ordentliches Bild aussieht. Was es denn genau kann. Ist es worth, es überhaupt zu Overlord zu entwickeln? Und wie gut ist Crystal Onyx überhaupt? Das Ganze werden wir in diesem kurzen Video besprechen. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Und zwar fangen wir einfach erstmal mit dem normalen Crystal Onyx an, was es denn überhaupt kann. Wichtig ist erstmal hierbei zu wissen, Crystal Onyx größter Vorteil ist eigentlich seine Passiv. Weshalb ich jetzt tatsächlich erstmal mit den Attacken anfange, weil bei der Passiv werde ich dann gleich zu Overlord auch nochmal etwas sagen müssen. Und zwar, wir fangen mit seiner Ulti an, Kristallkanone ist eine Gesteinsattacke, verursacht Gesteinsangriffsschaden in Höhe von 80% Verteidigung und Spezialverteidigung. Beim Angriff gegen ein Ziel mit Treibsand, Treibsand ist by the way diese Attacke hier in der Mitte, wird einmal Angriffsschaden derselben Stärke hinzugefügt, hat eine Fähigkeitsstärke von 150. Die Ulti ist im Endeffekt bei Crystal Onyx tatsächlich relativ stark, also ich muss wirklich sagen, dafür, dass es eigentlich ein reiner defensiver Supporter ist, ist Crystal Onyx in meinen Augen der stärkste defensive Supporter, neben Devil Groudon, ist aber an sich relativ nutzlos. Eigentlich benutzt man die Ulti in einem Kampf theoretisch gesehen auch gar nicht. Aber erstmal nice zu wissen. Kommen wir zu der nächsten Attacke, Eisenschweif. Eisenschweif wird sich dann auf Overlord auf Rambus umbenennen, I don't know wieso, aber es ist einfach so. Ist eine Stahlattacke, verursacht Eisangriffsschaden, was nicht stimmt, es verursacht Stahlangriffsschaden, das ist ein Tooltip-Fehler, in Höhe von 80% Verteidigung und Spezialverteidigung und fügt allen Pokémon ein Schild in Höhe von 20% der maximalen KP hinzu. Diese Attacke ist wirklich extrem gut in einem defensiven Team, sollte Onyx zum Zug kommen. Treibsand, die wohl erstmal wichtigste Attacke für ihn, ist auch die einzige Gruppenattacke, eignet sich relativ gut, um Schutzschilder zu clearen oder eben, um den besagten Effekt auf die Gegner zu legen. Und zwar erhöht die Spezialverteidigung und Verteidigung um 40%, sorgt dafür, dass feindliche Pokémon nicht fliegen können und Treibsand erhalten. Dieser Treibsandeffekt senkt die Initiative um 20%, die Ausdauer um 30% und erhöht den erlittenen Schaden um 30%. Der Effekt kann ebenfalls nicht entfernt werden und dauert 3 Runden an. Diese Attacke ist insane gut, sie macht zwar an sich gar keinen Schaden, aber die Bonis da drauf sind einfach zu krass. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zum Eisspeer. Es ist eine Eisattacke, verursacht demzufolge auch Eisangriffsschaden in Höhe wieder von 80% Verteidigung und Spezialverteidigung. Erhöht den Fähigkeitsschaden aller Pokémon für eine Runde um 30% nach dem Einsatz, taucht der Anwender für eine Runde. Der Cooldown auf diese Attacke dauert 2 Runden, die Fähigkeit kann fliegende Pokémon treffen. Ebenfalls eine sehr, sehr starke Attacke in Kombination, da kommen wir auch direkt zum nächsten, mit Fokuslicht ist diese Attacke extrem broken. Fokuslicht zieht ja die Angriffe auf euer Pokémon, ist by the way übrigens auch eine Pflichtfähigkeit, also in meinen Augen gibt es auf Onyx keine Alternative als Fokuslicht auf der ersten Fähigkeit. Und wenn ihr die Angriffe auf euch leitet, gleichzeitig mit dieser Attacke Eisspeer abtaucht, kann der Gegner euch nicht treffen, außer er ignoriert das. Und demzufolge ist Onyx in meinen Augen ein extrem starker Tank tatsächlich. Die Passiv hat im Endeffekt 3 Effekte. Der erste Effekt zählt für euer komplettes Team. Und zwar verursacht nach Kampfeintritt, wird allen Pokémon ein Stapel Verteidigung-Effekt hinzugefügt. Dieser entspricht in Höhe von 15% Verteidigung und Spezialverteidigung, die eben geboostet wird. Der Effekt kann nicht entfernt werden. Der verursachte Schaden in Höhe der Verteidigung ignoriert die Verteidigung. Das ist extrem gut zu wissen. Der zweite Effekt gilt wieder auf allen Pokémon. Wenn ein Pokémon im Kampf angegriffen wird, werden Verteidigung und Spezialverteidigung von allen Pokémon sofort um 2% erhöht. Effekt kann nicht entfernt werden. Und der letzte Effekt zählt nur für Onyx zum Teil. Und zwar 10% KP kriegt es dazu und der erlittene Stahl- und Kampfschaden wird halbiert. Das zählt nur für Onyx. Alle Pokémon sind immun gegen Verteidigungsreduktion. Dieser Effekt zählt natürlich für alle Pokémon. Und das ist eigentlich auch beides das, was Onyx extrem stark macht. Und zwar einmal dieser Effekt hier und einmal der untere Effekt hier. Diese beiden zusammen machen Onyx sehr, sehr stark als defensiver Tank. Kommen wir zu dem Overlord. Und hier seht ihr relativ schnell, wenn ihr euch die Skills durchlest, es hat sich fast nichts geändert.
Ich skippe sie jetzt nur mal schnell durch, ihr könnt sie euch alle Infights selbst durchlesen. Und zwar, eigentlich ist hier tatsächlich nur wichtig, dass bei der Passiv wird die Verteidigung nicht mal um 15%, sondern um 30% geboostet. Onyx bekommt einen Effekt dazu, der aber nur für ihn selbst zählt. Und zwar bei erlittenem Schaden im Kampf wird die Initiative um 50% erhöht und die erlittene Kontrolle für eine Runde entfernt. Das wiederum hat zur Folge, dass Onyx seine aktiven Fähigkeiten schneller einsetzen kann, was ziemlich nice ist, aber eigentlich kein Must-Have ist in meinen Augen. Die anderen Effekte bleiben tatsächlich unberührt, obwohl es eine Entwicklung bekommen hat. Und die Attacken, die werden alle von 20 und 30% auf 50% angehoben. Ansonsten gibt es hier tatsächlich nichts Nennenswertes. Das hat zur Folge, in meinen Augen hat Onyx keine Pflichtentwicklung. Onyx muss nicht als Overlord gemacht werden, damit es playable ist. Für Leute, die nicht viel ausgeben wollen oder sich das auch einfach nicht leisten können, ihr braucht Crystal Onyx nicht als Overlord. Ihr könnt es euch auf der Normalform kaufen und ist schon spielbar. Natürlich, auf Overlord kann es zweimal abtauchen, demzufolge ist es wieder besser für Fokuslicht. Es gibt nun mal mehr Verteidigungswerte, 30% sind immer mehr als 15%, aber es ist kein Pflicht-Pokémon. Das Grundstarke an Onyx ist nun mal diese Verteidigungserhöhung und dass wir alle Pokémon immun gegen eine Verteidigungsreduktion sind. Und das hat Onyx auch auf der normalen Form. In meinen Augen, wie gesagt, kein Pflicht-Entwickler. Kommen wir kurz zu den Fähigkeiten und zu dem Bild. Die Fähigkeiten, wie gesagt, auf der Stufe 1 ist es Pflicht, Fokuslicht zu haben. Es gibt hier einfach keine Alternative, alles andere ist völlig Quatsch. Onyx soll die Angriffe auf euch lenken und seid mir ehrlich, Onyx ist einfach mit der beste Tank in einem Diancie-Team. Was Besseres kann man ja fast gar nicht haben. Weshalb ich hier ganz klar zu Fokuslicht tendieren würde. Bei der zweiten Fähigkeit kann man sich streiten, ich persönlich bin da aktuell immer noch am Rumdoktorn und ich tendiere aktuell zu Durchhalten tatsächlich. Ich habe momentan Freundesschutz 3, was eigentlich ziemlich nice ist, allerdings muss ich sagen. Freundesschutz, ja, es ist nett. Auf der anderen Seite finde ich Onyx extrem stark tatsächlich, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Fähigkeiten so nice Effekte haben, weshalb ich ganz gerne wollen würde, dass mein Onyx auch lange überlebt und diese Fähigkeiten immer wieder triggern kann. Insofern finde ich es persönlich geiler, wenn mein Onyx überlebt, was es mit Freundesschutz nicht tut. Mit Durchhalten hat man eventuell eine Chance, dass es überlebt, weil die Verteidigung Spezialverteidigung erhöht wird und gleichzeitig, ganz wichtig, macht es jedes Mal Höhe von 80% Verteidigung Spezialverteidigung Schaden. Umso höher ihr die dadurch stackt, umso mehr Damage macht es tatsächlich auch, was ich insane gut finde. Im absoluten Late Game, wo wahrscheinlich 99% der Leute, die mir zugucken, eh nicht hinkommen werden, Real Talk, ist das eigentlich scheißegal. Im Midgame und von mir aus auch im guten Late-Game ist das immer noch genauso spielbar. Onyx wird tatsächlich drankommen. Also mein Onyx kommt in 90% der Fights mindestens einmal dran. Teilweise sogar zweimal. Mit dieser Fähigkeit könnte man es eventuell auf 3-4 Mal triggern. Eventuell kann man es sogar dazu bringen, dass es überlebt. Ist aktuell so meine Überlegung. Als dritte Alternative wäre tatsächlich auch noch Schwerpanzer möglich, weil ihr dadurch die kritischen Treffer minimiert. Wozu ich nicht rate, ist Feuerkörper, weil ich persönlich finde, man könnte Onyx ein Gottset anziehen oder auch ein Ewigkeitsset. Es ist auch gegen Gefrieren in dem Sinne eh gewappnet und ja, I don't know. Es ist irgendwie nicht worth. Auch die anderen Fähigkeiten machen es nicht wett. Also ich würde wirklich zwischen den dreien tendieren. Kommen wir mal zu einem Bild und zwar im Endeffekt eigentlich nur mein Bild. Das könnt ihr gerne als Vorlage benutzen. Es ist bestimmt nicht hundertprozentig das beste Bild, aber ich denke, man kann es so kopieren. Zu dem Wesen. Ich persönlich priorisiere ja tatsächlich plus Initiative und zwar aus folgenden Gründen. Einmal in der AV ist Onyx extrem stark. Mit der Initiative könnt ihr es forcen, dass ihr tatsächlich auch mal dran seid. B, wollt ihr im richtigen Kampf eigentlich auch mal dran sein, weshalb wieder da Initiative relativ nice ist. Ich weiß, dass man gerne sagt, Fokuslicht-Pokémon sollen immer langsam sein, pipapo. Aber bei Crystal Onyx trifft das in meinen Augen gar nicht zu. Bei Crystal Onyx wollt ihr den Angriff zwar auf euch lenken, ihr wollt aber gleichzeitig auch relativ oft dran sein. Weshalb man hier tatsächlich Abstriche machen muss. Und ich mache diese Abstriche ganz klar bei der Initiative. Ich sage mir, dann lenke ich vielleicht 2, 3 Angriffe eben nicht mehr auf mich, weil ich zu schnell dran war. Aber dafür triggere ich gleichzeitig die Verteidigungswerte bzw. auch die Angriffswerte, indem ich die Attacken von Crystal Onyx einsetze. Das ist in meinen Augen mehr Wurf. Muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Das Alternativwesen hierzu wäre plus Angriff, minus Spezialangriff oder plus Spezialverteidigung, minus Spezialangriff oder plus Verteidigung, minus Spezialangriff.
Kann jeder handhaben, wie er möchte. Ich tendiere dann doch zu der Initiative. Das Trage-Item. Hier könnte man sich auch nochmal streiten. Auf der einen Seite könnte man sagen, okay, Flinkklaue. Auf der anderen Seite triggert er damit wiederum zu schnell, dass sie aus dem Fokuslichteffekt rauskommt, weshalb ich hier ganz klar zu Überrisse tendieren würde. Das Item selbst muss ich in der Hinsicht nicht weiter erklären. Bei dem Ribbon oder auch bei dem Band auf Deutsch habe ich aktuell dieses Band drauf, damit der Geduldsschaden reduziert wird. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, Crystal Onyx größtes Problem ist eigentlich nicht der Geduldsschaden, weil so dumm wie es klingt, es ist zwar Typ Eis, Stein, wo man zuerst denken könnte, yo, es geht Feuerschaden, bla bla bla, aber nee, das ist ja nicht der Fall. Es hat zwar den Typ Eis, bekommt aber durch Feuerattacken gar keine Schwäche, weil es Typ Stein ist gleichzeitig. Und das macht Crystal Onyx gegen die meisten Pokémon wieder sehr stark. Gegen die Kyurems kriegt es auch so gut wie keinen Damage. Tatsächlich sind die einzigen Pokémon, die es rippen können, Stahl-Pokémon. Und machen wir uns nichts vor, ein Gestein-Pokémon, was von einer Stahlattacke getroffen wird, ist immer One-Hit. Da kann man machen, was man will. Ob man hier noch den Geduldsschaden senken muss, Ansichtssache, ich würde hier tatsächlich eher auf die Verteidigung, Spezialverteidigung basieren. Aktuell habe ich aber kein besseres Band, weshalb ich dieses Band hier drauf habe. Bei den Attacken bzw. bei den geheimen Fähigkeiten habt ihr jetzt hier mal so ein Standardbild für einen Tank. Wie gesagt, im Normalfall nimmt man hier tatsächlich diese Windschnelle raus. Bei Crystal Onyx würde ich sie tatsächlich als Pflicht-VM ansehen und mit reinnehmen. Die Stahlabwehr wird erhöht. Im Normalfall wird hier mindestens Rückwurf oder Rückschlag drauf gemacht. Und ansonsten habt ihr hier wirklich ein Standard-Tank-Bild, in dem ihr einfach viel Heilung reinpackt, Schilder reinpackt und die Verteidigungswerte einfach nur hochboostet. Bei der Ausrüstung ist es ähnlich, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten. Ich würde hier entweder das Godset empfehlen, damit ihr, wie gesagt, irgendwann immun werdet gegen Kontrolleffekte. Ist relativ nice, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, im mittleren Kraftbereich ist das vielleicht playable. In dem Kraftbereich, wo ich jetzt so ein bisschen rumdümpel, ist es doch relativ schwer, mehr als eine Attacke zu überleben, weshalb ich jetzt aktuell eher zum Ewigkeitsset tendiere. Das Ewigkeitsset verringert ja, wie gesagt, die ersten drei Runden den Schaden um 50%. Dadurch ist mein Crystal Onyx tatsächlich meistens am Leben und ist ganz nice. Das beste Set in meinen Augen ist hier allerdings das Ho-Oh-Set. Kommen wir noch zum Schluss zu den Polierungen. Die Polierungen sind Standard. Hier orientiert euch bitte nicht an die Initiativpolierung. Das war bei mir eine Vererbung. Ebenfalls die Spezialangriffspolierung ist natürlich völliger Müll, keine Frage. Im Endeffekt macht ihr hier nichts weiter, wenn ihr es wirklich pushen wollt, wohlgemerkt. Als 149, danach würde ich die Finger davon lassen, mehr würde ich hier nicht rein investieren. Sollte man es weiter spielen, würde ich trotzdem nichts rein investieren. Sind wir ehrlich, würde ich trotzdem nichts weiter rein investieren. Maximal 149, danach ist gut, fertig, aus. Kommen wir mal noch jetzt fix zu den Wunschsternen. Und zwar auch hier im Endeffekt ein Standardbild. Und zwar haben wir den, senkt den Fluchtwert aller gegnerischen Pokémon um 10%. Das macht man eigentlich immer auf den Supporter drauf. Dann haben wir hier den Wunschstern Initiative in den ersten zwei Runden um 12% erhöht. Das ist ein optionaler Wunschstern, ganz klar. Wie gesagt, ich spiele es so, dass es wenigstens einmal drankommt, weil ich die Effekte sehr mag von den Attacken. Man kann es sicherlich auch anders spielen. Dann könnte man jetzt hier einen defensiven Wunschstern mit reinnehmen oder vielleicht sogar einen offensiven Wunschstern. Allerdings sind die in meinen Augen Quatsch, weshalb ich jetzt zu diesem Initiativwunschstern tendiere. Dann haben wir hier verstärkt die eigene Abwehr desselben Attributs um 35%. An sich ist das völlig nutzlos. Es gibt keine starken Eis-Pokémon außer die Kyurems. Und es gibt keine starken Gesteins-Pokémon, die einem anderen Gesteins-Pokémon mit ihren Gesteinsattacken Schaden machen. Allerdings ist genau hier der Knackpunkt. Und zwar spielt man Crystal Onyx hauptsächlich. Es hat noch ganz viele andere spielbare Optionen, aber hauptsächlich in einem Gesteinsteam. Und in einem Gesteinsteam ist es meistens so, dass dieses Gesteinsteam gegen Kyurems gewinnen soll. Und zwar zu 100%. Deswegen habe ich diese Wunschstände mit drin, weil die Kyurems nur mal Eisattacken machen. Natürlich machen diese nicht viel Schaden an Crystal Onyx, aber gut gepushte Kyurems machen auch mit den Eisattacken relativ viel Schaden. Und das Ganze wird durch diesen Wunschstand nochmal minimiert. Bei dem Adamant-Wunschstern, ich denke, das ist selbsterklärend, erhöht Verteidigung, Spezialverteidigung und Agilität in 5 Runden um 35%. Licht-Wunschstern auf jedem Tank. Und der Hieb-Wunschstern, ich denke, das ist auch ein Pflicht-Wunschstern. Bei jedem kritischen Treffer steigen die maximalen KP um 15%. Wie gesagt, sowas wie Rage-Erhöhung würde ich hier nicht mit reinnehmen. Auch
Angriffsfähigkeiten würde ich alles nicht mit reinnehmen. Man könnte, wie gesagt, noch den Bombenmundstab von mir aus mit reinnehmen. Allerdings ist das auch ziemlicher Quatsch in meinen Augen, weil dafür hat Onyx zu wenig AOE-Attacken. Ich würde davon die Finger lassen. Ich denke, dieses Wundsteinbild ist doch relativ akzeptabel. Man kann jetzt ein, zwei Supporter-Wundsterne noch ausfüllen durch kaufbare Wundsterne, aber die habe ich nicht. Insofern ist das, denke ich, das Free-to-Play günstigste Bild. Viel Theorie. Kommen wir zur Praxis. Und zwar, wie spielt man Onyx denn theoretisch? In welchen Teams könnte man es spielen? Und wie funktionieren die Effekte denn wirklich? Dazu werden wir jetzt erstmal nur mit Crystal Onyx in einen Kampf gehen und schauen uns erstmal ganz kurz die Abilities an. Und zwar, ihr wart schon schnell genug, ihr habt ja schon gesehen, der Treibsandeffekt. Das sind diese zwei Symbole, dadurch habt ihr einmal die Initiative und die Ausdauer reduziert. Damit beginnt ihr meistens. Eigentlich habt ihr nur zwei Spielweisen am Anfang. Und zwar entweder macht ihr den normalen Treibsand, damit ihr die Schutzschilder entfernt, oder im besten Fall schon direkt den Treibsandeffekt auf dem Gegner drauf habt. Und startet danach mit Overlord Treibsand, damit ihr danach halt den Effekt drauf macht. Gleichzeitig steht hier an der Overlord-Fähigkeit: Ein zufälliges Pokémon außer dem Anwender erhält mehr Bewegungskraft. Eine höhere Bewegungskraft leitet die nächste Aktion früh ein. Hier muss ich jetzt nochmal kurz einen Schnitt reinbringen. Und zwar ist die Fähigkeit Treibsand richtig beschrieben. Ich bin zuvor davon ausgegangen, sie wäre buggy, aber habe ebenfalls nicht ganz richtig nachgelesen. Und zwar mit höherer Bewegungskraft ist damit nicht zufällig gemeint, dass man direkt als erstes dran ist. Also man zieht nicht direkt ein neues Pokémon nach vorne, sondern man erhöht lediglich die Bewegungskraft. Das heißt, das Pokémon darf schneller dran sein. Da es in-game aber durch weder Initiativwerten noch irgendwelchen anderen Werten angezeigt wird, ist das relativ schwer nachzuvollziehen. Sie funktioniert aber demzufolge richtig. Auf gut Deutsch, wenn ihr Treibsand benutzt, also die Z-Fähigkeit Treibsand, zieht ihr ein Pokémon ein Stückchen nach vorne. Wenn die Gegner-Pokémon nur minimal langsamer sind als ihr, wird dieses Pokémon sehr wahrscheinlich vor den Gegner-Pokémon dran sein. Ansonsten kann es sein, dass euer Pokémon einfach um eine Stufe nach vorne wartet. So, da sind wir nochmal in einem Kampf. Jetzt kann ich euch nochmal die andere Spielweise zeigen. Und zwar, wenn ihr einen Gegner habt, gegen den ihr zu 99% verlieren würdet, weil er euer Onyx One-Hittet oder so, macht es natürlich keinen Sinn, diesen Treibsandeffekt auf den Gegner einzusetzen. Dann könnt ihr natürlich Folgendes machen, sofern der Gegner euch nicht im tauchenden Modus treffen kann. Ihr benutzt eure Overlord-Taucherfähigkeit oder halt eure normale Taucherfähigkeit, das ist erstmal scheißegal. In diesem Fall machen wir jetzt mal die normale. Ihr seht, ich tauche, ich kriege das ganze Zeug nicht ab, was der Gegner auf mich macht. Und durch das Fokuslicht konnte ich diese ganze Attacke sehr gut überleben. Natürlich wäre es jetzt als nächstes sinnig, entweder den Treibsandeffekt drauf zu machen, aber wie ich gerade schon erwähnt habe, wenn euer Onyx nicht stark genug ist, macht es Sinn, eben nochmal die Tauchfähigkeit einzusetzen. Und das ist eigentlich auch der mit stärkste Effekt, den man so als Onyx Crystal Overlord Onyx bekommen kann. Ihr könnt halt zweimal tauchen und könnt damit euer Fokuslicht optimal ausnutzen. Jetzt würde man, wie gesagt, mit Treibsandeffekt starten und spätestens jetzt wäre der Punkt, wo man eventuell sterben könnte. Da es aber sein Fokuslicht verloren hat, greift der Gegner euch vielleicht nicht mehr an, weil er sich weiß, dumm ist, keine Ahnung. Und ihr habt eine Chance, euch nochmal ein Schild zu geben. Euch und eurem gesamten Team. Dass diese Fähigkeit Rambos, die euch jedes Mal ein Schild in Höhe von 30% eurer KP gibt, stackbar ist. Ihr könnt sozusagen jede Runde erneut euch ein 30%iges Schild geben und das geht auf das andere 30%ige Schild, auf das andere, auf das andere, auf das andere. So, unser Crystal Onyx ist jetzt gestorben. Was passiert mit den Verteidigungsstacks, die Crystal Onyx uns gibt? Ihr seht, wir sind jetzt bei 10 von 10. Jetzt gucken wir mal, ob diese Stacks sich weiterhin stacken. Wir sind jetzt bei 11 von 11, 12, 12 und so weiter. Das heißt, wenn Crystal Onyx euer Schlachtfeld verlässt, wird eure Verteidigung trotzdem pro Angriff jedes Mal um 2% gesteigert. Das ist extrem stark. Also selbst wenn Crystal Onyx tot ist, ist es immer noch euer Supporter sozusagen. In welchen Teams könnte man jetzt nun Crystal Onyx nach diesen ganzen Erkenntnissen spielen? In meinen Augen ist das Nonplusultra-Team ein Resonanz Diancie, im besten Fall auf Dynamax, und ein Overlord Muramura. Ups, jetzt habe ich die natürlich völlig verkackt. Und zwar hat das einfach folgenden Grund: Ein Overlord Muramura wandelt eure Verteidigung nochmal in Initiative um, was ziemlich nice ist. Und jetzt mal, wenn ein Gestein-Pokémon angegriffen wird, werden Angriff, Spezialangriff an allen Pokémon sofort um 6% erhöht. Das hat einfach zur Folge, dass euer Team die ganze Zeit an Verteidigung stackt, an Angriff stackt, diese Verteidigung nochmal in Initiative umwandelt und im allerbesten Fall euer komplettes Gesteinsteam einfach am Leben bleibt. Zumindest gegen Kyurems.
Gleichzeitig hat Muramura einfach den Vorteil, dass es von Kampfattacken weniger Schaden bekommt. Crystal Onyx ebenfalls. Wenn euer Diancie gut gepusht ist, könnt ihr es eventuell dazu bringen, dass Diancie nach 2-3 Hits am Leben bleibt. Und schon habt ihr ein Steinteam, was trotzdem gegen Stahl- und Kampfattacken einfach kein Damage mehr bekommt. Und das ist extrem geil. Das ist eigentlich der komplette Zauber von so einem Gesteinsteam. Natürlich gibt es aber dafür noch andere Optionen. Man könnte jetzt hier Crystal Onyx auch in jedem erdenklichen Team spielen, was zu zweit funktioniert. Ihr kennt die Show. Zum Beispiel könnte man jetzt hier tatsächlich auch einfach einen Dialga reinnehmen, wenn man jetzt keinen Earth Devil Groudon hat und ein Victini. Crystal Onyx hätte jetzt hier einfach sozusagen den eher passiveren Faktor für einen Dialga. Der offensive Part ist jetzt hier vielleicht nicht ganz so stark wie bei einem Earth Devil Groudon, aber es wäre eine gute Alternative. Ebenfalls, wie ich es schon mal in Guides geschrieben hatte, könnte man jetzt hier, ich habe jetzt natürlich keinen Hooper, einen Zoroark benutzen, wo ist es denn? Könnte man jetzt hier einen Zoroark benutzen und wie gesagt auf der anderen Seite einen Hooper einstecken. Das hat einfach zur Folge, dass ein Hooper ist ja relativ stark in der Verteidigung, muss ich sagen. Und mit Crystal Onyx triggert er natürlich diese Verteidigung. Wenn euer Hooper schon die ersten Angriffe überlebt, kann es sehr wahrscheinlich sein, dass nachdem euer Onyx gefallen ist und Hooper so ein paar Damage-Attacken abbekommen hat, dass euer Hooper in der Verteidigung so hoch ist, dass es einfach gar nicht mehr sterben wird. Gleichzeitig könnte man jetzt hier auch ganz standardmäßig einfach die Cure-Homes mit reinpacken. Das wäre alles playable. Natürlich muss man hier nochmal ganz klar anmerken, offensive Sicht ist Onyx nicht so gut. Es ist und bleibt ein Verteidigungs-Pokémon und alle Kombinationen, die ich jetzt hier genannt habe, sind eigentlich eher auf Angriff basiert, weshalb Onyx vielleicht nicht das Optimalste in dem Fall wäre. Eine Free-to-Play-Variante, die ich persönlich mal irgendwann erwähnt hatte, dann vergessen habe und dann nochmal erinnert wurde, wäre das hier. Also man könnte jetzt hier auch Regieis nehmen, I don't know. Hat einfach den Grund, Gigas ist sehr, sehr schwach in der Verteidigung. Crystal Onyx gibt Gigas die nötige Verteidigung. Und ihr habt doppelt Fokuslicht auf dem Schlachtfeld, was wirklich insane gut ist für Gigas. Das wäre in meinen Augen tatsächlich so die billigste Free-to-Play-Variante, die, glaube ich, sogar richtig stark sein kann. Und ja, das wären jetzt so meine Predictions für dieses Team. Ich sag, man könnte jetzt hier noch ganz viel rumprobieren, man könnte auch tatsächlich sowas spielen. Das wäre ebenfalls playable, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das sei jetzt hierzu erstmal gesagt zu unserem pinken Crystal Onyx. Gucken wir es uns nochmal an hier. Ich finde es einfach nur geil. Und ja, ich hoffe, mit dem Video konnte ich mir einigen helfen. Die Fragen konnte ich auch beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und an dieser Stelle würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.